الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، wir sind immer noch beim Thema Gebet und letzte Woche haben wir einige Sachen genannt. Wer kann sich noch erinnern, was wir letzte Woche erwähnt haben? Was war das Thema letzte Woche? Schon lange her, mehr eine Woche. Kann sich keiner mehr erinnern? Ja, bitte. Sunna des Gebets, ne? Was noch? Was erlaubt ist vom Gebet. Ma yubahu fi salah. Was ist erlaubt im Gebet? Und wir haben, weil die Sunna-Sachen, die haben wir ja schon vorher erwähnt, ne? Die haben wir letzte Woche erwähnt und davor auch. Brauchen wir jetzt nicht zu erwähnen, oder? Haben wir schon letzte Woche wiederholt. Beziehungsweise letzte Woche haben wir noch das zu Ende gemacht, was wir erwähnt haben, von den Dingen, die empfohlen sind im Gebet. Das heißt, Dinge, die man macht im Gebet, dafür bekommt man Belohnung. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht einfach nur beten, so wie jeder betet, sondern wir wollen Belohnung haben beim Gebet. Ne? Zum Beispiel, wie man den Takbir macht beim Gebet. Ne? Nicht einfach diese Knopfdruck oder Einwurf, ne? Einfach so die Hände schmeißen, sondern die Hände schön gerade heben. Prophet hat die Hände gehoben. So, Allahu Akbar. Ja, wir haben gesagt, zwischen den Ohren und der Brust. Dieser Bereich, in diesem Bereich kann man sich bewegen. Und nicht ja, einfach so die Arme schmeißen oder hier den hier machen, Allahu Akbar oder so. Das nicht. Dann andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man die Hände hebt bei dem Takbir, immer wieder, wenn man sich bewegt, zum Beispiel, man ist ja am Stehen und sagt man ja Allahu Akbar und bewegt sich ja zum, wie nennt man das hier? Ruku. Ruku, richtig? Haben wir gesagt, bei jedem Takbir, bei jeder Bewegung kann man was? Die Hände heben. Und der Prophet s.a.w. hat die Hände am meisten gehoben beim Ruku, das ist Allahu Akbar, Ruku, Sami' Allahu liman hamida. Bei diesen zwei Stellen hat der Prophet s.a.w. am meisten die Hände gehoben. Am meisten. Dann hat er sie ab und zu gehoben, wenn er zum Sujud gehen wollte. Das heißt, Sami' Allahu liman hamida. Und dann, Allahu Akbar, sagst du, und dann ist er zum Sujud. Da hat er auch manchmal die Hände gehoben. Allahu Akbar, und dann ist er zum Sujud gegangen. Beim Sujud auch. Beim Sujud zum Beispiel. Ja? Allahu Akbar. Hat er auch manchmal die Hände gehoben. Wieder zum Sujud. Allahu Akbar auch. Das ist alles Sunnah. Ja? Dann beim Tashahud, beim ersten Tashahud. Was haben wir gesagt? Wie macht man den Finger? Manche machen so, ne? Schießerei. Pam, pam, pam. Ne? Genau. Einfach bewegen. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam hat bewegt. Es ist nicht überliefert, dass er gekneift hat oder gedreht hat oder ich weiß, was sie alles machen. Oder wie viele machen, die machen so? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und dann runter. Gibt's nicht. Weil wir haben gesagt, wir arbeiten mit Beweisen. Alles, was wir machen im Gebet, Fasten, Hajj, Umrah, egal was, Anbetung, wir arbeiten mit Beweisen. Wir arbeiten nicht mit, ich habe gesehen, ich habe gehört, mein Opa hat mir beigebracht, oder in der Türkei, oder im Kosovo, oder in Marokko habe ich gesehen oder gelernt. Das gibt's nicht, weil wir reden hier von Anbetung. Gut. Dann haben wir gesagt, die Dua und Istiftah auch, wenn man anfängt, ne, man sagt Allahu Akbar, dann gibt es eine Dua, die man sagt. Ja, eine der kürzesten Ad'iya ist was? Alhamdulillah. Hast du es gelernt, Al-Karim? Welche? Wa bihamdik wa ta'ala jadduk. Oder Alhamdulillah. Hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Das war's. Ja, kürzeste Dua. Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Gibt's noch kürzer? Ich
aus Ägypten und ist aber nicht nur Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Das sagt man danach, das ist die Isti'adha. Das ist nicht Dua und Istiftah. Das ist nicht die Öffnungsdua. Er sagt auch, das wird aufweichen als Eröffnung. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, die kürzeste ist Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayyiban, mubarakin fi. Das kann man sagen. Dann أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Auf jeden Fall derjenige, der noch mal wissen will, was wir erwähnt haben, haben wir diesen Vortrag online gestellt? Noch nicht, ne? Warum? Ich habe viel zu tun. Also, aber der ist aufgenommen, ja? Ja, der ist aufgenommen. Inshallah, stellst du den demnächst online. Der Bruder, der das noch mal wissen will, der soll dann zurück, weil sonst machen wir wieder Wiederholung über Wiederholung und dann kommen wir nicht weiter. Auf jeden Fall, wir haben gesagt, es gibt bestimmte Dinge, die erlaubt sind beim Gebet. Unter anderem, dass man den Imam korrigieren kann beim Rezitieren. Wenn er Fehler macht beim Rezitieren, kann man ihn korrigieren. Dann haben wir gesagt, wenn er Fehler macht allgemein oder wenn irgendwas passiert im Allgemeinen, kann man sagen, als Mann was? Subhanallah. Als Frau? Klatschen. Ja? Dann haben wir gesagt, es ist erlaubt, auch im Gebet Schlangen und Skorpione zu töten. Ja? Und das ist alles natürlich nach Beweisen, ne? Vom Koran und Sunna. Dann haben wir gesagt, es ist erlaubt, wenn man betet und jemand vorbeigehen will, darf man ihn was? Aufhalten. Ist auch erlaubt. Das heißt, man darf, also, weil Takbiratul Ihram, das heißt, dieses Takbir, Allahu Akbar, Ihram, was bedeutet das? Was haben wir gesagt? Was hat das für eine Verbindung? Takbiratul Ihram, dieses erste Allahu Akbar, nennt man Takbiratu al-Ihram. Was bedeutet das? Ja. Das alles, was nach diesem Takbir kommt, alles haram ist, außer ja. Was erlaubt ist fürs Gebet. Okay. Also Takbiratu al-Ihram. Also al-Ihram kommt vom Wort haram, ne? Deswegen, das heißt, dieses Takbir ist dafür da, um alles, was danach kommt, als haram zu kennzeichnen, außer das, was erlaubt ist. An erster Stelle was? Die Aussagen und Handlungen, die man tätigt beim Gebet. Danach was? Danach diese Sachen hier. Ja? Die Sunna natürlich und danach das hier. Dann haben wir gesagt, es ist auch erlaubt, den Salam wiederzugeben. Wie gibt man den Salam wieder, wenn man betet? Außer die zwei jetzt. Weil die beiden die sind nicht die einzigen, die beim Unterricht waren. Mohammed, wenn du, wie? Also so. Jemand kommt rein, ich bin gerade am Beten. Er sagt, Assalamu alaikum. Was mache ich? So. Oder? So. Finger heben. Ich kann das also machen. Also mit der Hände, wenn einer Assalamu alaikum sagt, kann ich so die Hände heben. Kannst du es? Mach mal, mach mal. Dann sag ich, ob du es kannst. Mach mal. Mach mal so. Ja, mashallah, du kannst es. Alhamdulillah. Ja. Ich habe nur eine Frage. Ganz kurz. Gibt es dazu eine Meinungsverschiedenheit, dass man den Salam erwidert? Allahu alam. Auf jeden Fall, wir gehen nach den Beweisen. Ob es jetzt Meinungsunterschied gibt oder nicht, wenn wir mit den Meinungsunterschieden anfangen, dann hören wir gar nicht mehr auf. Ja? Wir erwähnen die Beweise. Ja? Aber natürlich, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich mache das nicht, und der einen Beweis dafür hat, eine Meinung dafür hat, dann akzeptieren wir das auch. Wallahu alam. Dann gibt es noch eine Sache. Und zwar, also so kann man erwidern, so oder so mit dem Kopf. Ja, das sind alles Aussagen des Propheten und Handlungen, die authentisch sind. Dann ist es auch erlaubt, einen Kleinen zu heben und zu tragen. Kind. Wenn man betet, kann man ein Kind tragen. Ja, ist auch kein Problem. Dann, al-mashyu li-yasiru lil-haja. Wenn man zum Beispiel irgendwas hat, ja, kann man sich ein bisschen bewegen. Das heißt, ein bisschen gehen. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal zu Hause gewesen ist und hat Aisha an der Tür geklopft. Und dann hat er sich bis zur Tür bewegt und hat die Tür aufgemacht und ist dann wieder zurückgegangen. Aber, was haben wir gesagt? Dieser Gang war in welcher Richtung? In Richtung der Qibla, in Richtung der Gebetsrichtung. Und das war ein kurzer Gang. Und was haben wir gesagt über den kurzen Gang? Was ist der kurze Gang? Das ist ja für jeden kurz.
dass er für jeden Menschen als kurz ist. Das heißt, wenn ich so mache, ja, und ich habe jetzt auch so kurz, ne? Ja, wenn Sie das sagen, ich mehr, ne? Keine Ziele. Mit Ichmer, wenn alle Menschen sagen, das war kein kurzer Gang. Ja? Aber wenn ich kurz, ja, und die Menschen sagen, das ist ein kurzer Gang, dann ist das ein kurzer Gang, der erlaubt ist. Lil Haja. Was heißt Lil Haja? Lil Haja bedeutet, wenn die Notwendigkeit dafür da ist. Nicht, dass ich da einfach so spazieren gehe und laufen gehe und mache, was ich will, sondern wenn da eine Notwendigkeit ist, ja? Fragen am Ende, bitte. Dann al-amal al-yasir, überhaupt die Bewegung an sich, dass man sich auch kurz bewegen kann, ist auch erlaubt. Was ist der Beweis hierfür? Hier ist der Beweis, dass der Prophet aus dem Eimer gebetet hat und Abdullah ibn Abbas hat neben ihm gebetet, links von ihm. Und hat er seinen Kopf genommen, weil er klein war, und hat ihn dann so bewegt und hat ihn rechts von ihm gestellt. Das heißt immer, wenn man zu zweit betet, wo betet der Imam? Links. Links und der Ma'mum, der also mitbetet, betet? Rechts. Okay? Gut. Das heißt, er hat, ne? Er hat ihn bewegt. Und noch eine Sache, man kann auch die Hand als Zeichen benutzen. Wenn ich zum Beispiel einer ruft, dann kannst du so machen. Zum Beispiel so nach dem Motto, bleib stehen, ja? Oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gebetet hat, vorgebetet hat und da war, hat er gesessen, weil er krank war. Und die Sahaba waren am Stehen. Was hat er gemacht? Er hat so gemacht. Ja, also als Zeichen, dass sie sich hinsetzen sollen, bitte. Oder eine Frage ist, wenn ich zum Beispiel... Fragen am Ende. Ja, ich kann auch noch was... Ist dazu jetzt? Ja. Okay. Aber wenn ihr jetzt mal mit dem Rufen, ich bin am Beten und dann ruft mich jemand. Ja. Ich habe gerade nicht gesehen, ob ich jetzt gerade bete oder nicht. Was machst du dann? Die meisten klatschen immer. Sind das Frauen oder Männer? Was denn? Die klatschen. Fragst du mich dann? Das Klatschen ist für wen beim Gebet? Was haben wir gelernt? Für die Frauen. Aber was machst du? Bitte? Was machst du dann? Weiß ich nicht. Du machst so. Ja, aber die sieht mich nicht oder der sieht mich. Ach so, dann sagst du Subhanallah. Aber ich habe gehört, die Frauen klatschen auf Oberschenkel, die dürfen nicht auf Hand klatschen, oder? Nee, aber wie klatscht denn eine Frau? Weiß ich nicht. Das ist Klatschen. Oder ist das hier Klatschen? Okay, das wird auch als Klatschen genannt. Oder das hier auch. Auf Oberschenkel. Ja, oder so. Mach die so. Auf Oberschenkel. Oder so. Nee, ganz normal. So. Ja, dann weißt du, ah, die ist am Beten. Ja, weil die linke Hand bleibt dann drauf. Nein, nein. So, weil die muss hier klatschen. التصفيق ما هو التصفيق التصفيق هكذا das ist klatschen ne okay ganz normal nicht übertreiben weil manche kommen dann und sagen ne du darfst nicht so machen ja wie soll ich denn machen ja so ah okay darf ich dann auch so machen darf ich auch so machen darf ich auch so machen ist doch Blödsinn ganz normales klatschen ohne jetzt zu übertreiben normales klatschen subhanallah für den Mann ne was ist mit dem reden. Okay, wir haben jetzt Subhanallah erwähnt, klatschen und so. Darf jemand auch reden? Beim Notfall? Ja. Ja, natürlich, Notfall. Also richtiger Notfall, also Haja. Zum Beispiel beim Gebet, wenn der Vorbeter Fehler macht und er weiß nicht, was er gemacht hat, dann sagst du Sujud. Ruku'. Ja? Oder wie unser Schwarzfreund, ne? Fatiha, Fatiha. Haben alle Fatiha dann geschrien in der Moschee, ne? Ganze Moschee, Fatiha, Fatiha, Fatiha. Aber der hat immer noch nicht verstanden, worum es sich geht. Also, was heißt, beim Notfall kann man das sagen, was kann man das Problem nennen. Okay. Eine Frage noch, weil ich habe einen Bekannten, also etwas, der hat gesagt, also wenn jemand... Hat er einen Beweis genannt? Ich glaube nicht. Also, jede Aussage, ja, die ohne Beweis getätigt wird, kann angenommen werden oder was? Gegen die Wand geschmissen werden. Deswegen immer bei diesen Themen mit Beweisen arbeiten. Weil ich weiß, was du meinst, aber es gibt viele Brüder, leider, die kommen und dann sagst du ihnen, warum machst du so? Ja, ich habe das von meinem Opa. Ja, hat er einen Beweis genannt? Nee, aber ich habe das von meinem Opa. Ja, aber Bruder, das ist kein Beweis. Ja, aber mein Opa, der kann doch nicht falsch liegen.
Der ist auch Hodja, der, ja, der ist auch nach Mekka gegangen. Der muss auch Bescheid wissen. Deswegen immer mit Beweisen arbeiten. Beweise. Koran, der bringt dir einen Vers aus dem Koran, bitteschön. Oder er bringt dir eine Aussage des Propheten Sallallahu oder eine Handlung. Oder er bringt dir eine Aussage oder Handlung von wem? Von den Sahaben, von den Gefährten des Propheten Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dann haben wir Dinge erwähnt, die nicht gemacht werden sollen. Zu hier? Ja, bitte. Und zwar gab es eine Situation, da hat zum Beispiel der Imam vorgebetet. Ja. Und hinter dem, der hat ja auch einen Koranvers rezitiert. Ja. Und hat er irgendwie vergessen, der kam da nicht mehr weiter. Okay, hat er den korrigiert? Hat er den korrigiert? Ja. Aber der Imam hat dann La gesagt und hat dann weiter. Ewa, Schurlo, soll er machen, was er will. Das ist auch nicht schlimm, oder? Was sollen wir sagen? Der eine sagt La, der eine bei mir auch, der sagt Nein, stimmt nicht. Ja, ist richtig. Jeder soll machen, was er will. Aber das dürfen die nicht. Weil wenn jemand absichtlich redet, ohne die Notwendigkeit, ist sein Gebet was? Ungültig. Der kann nochmal neu beten. Dazu kommen wir aber gleich. Der Imam hat Klage, ne? Ja. Auf jeden Fall die Dinge, die wir erwähnt haben, die man unterlassen soll, unter anderem die Augen nach oben zu heben, so wie es im Hadith erwähnt wird. Dann die Hände auf das Genital zu tun. Ja? Auch nicht erlaubt. Dann den Kopf bewegen und die Augen bewegen. Außer es ist ein Notfall. Hier wieder, wenn es einen Notfall gibt, wenn es eine Notwendigkeit gibt, das Kind ist am Spielen und du guckst gerade nach, was das Kind gerade macht, ist es kein Problem. Ja? Aber nicht so Paranoia-Eltern, ne? Die ganze Zeit gucken, Gebet ist weg. Genau wie eine ältere Dame von unserer Familie, Rahimahullah, die ist gestorben. Die war am Beten, die war immer so am Gucken. Immer. Weil die hatte so einen Schrank und da waren so richtig alte, teure Porzellan, Elefanten oder ich weiß nicht, was die da alles da hatte. Und die war immer so am Gucken. Immer so, weißt du? Das ist nicht damit gemeint, dieses Paranoia-Gucken, ne? Ja, weil hier, es gibt eine Sache, und zwar der Khushu', der muss immer da sein. Khushu', die Demut. Die Demut darf nicht kaputt gemacht werden durch rumgucken und ja, beobachten. Dann haben wir gesagt, dass man mit etwas beschäftigt ist, die ganze Zeit. Jetzt ein krasses Beispiel, jemand ist am Beten und der holt ein Handy raus und guckt gerade WhatsApp, der hat mich gerade angeschrieben, okay, ich schreibe den gleich wieder zurück. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, das ist auch nicht erlaubt. Warum? Weil dadurch geht die Demut kaputt. Außer es ist eine was? Notwendigkeit. Das Handy ist am Klingeln. Irgend so ein, unsere Spezialisten, die immer so Rap-Songs haben oder so, ne? Alle haben Khushu', auf einmal fängt er an, bam, bum, bam, bam, bum, bam, dann kannst du hier lautlos machen. Ja, ist kein Problem. Und dann wieder in die Tasche. Oder allgemein, das Handy klingelt, Handy rausholen, lautlos machen, weiterbeten. Ist auch erlaubt. Ja, dann, was auch nicht gut ist beim Gebet, was man unterlassen soll, dass man hier die Arme, ne, umkrempelt hat. Oder bei den langen Haaren, wenn man einen Bund hat oder so. Alles muss losgemacht werden. Auch bei der Hose, ne? Auch die Hose krempeln und so, ja, sollte man auch unterlassen. Ja, deswegen haben wir gesagt, entweder die Hose kürzen oder im schlimmsten Fall was? In die Socken reinzuholen, wallahu a'lam. Aber das ist jetzt keine Haram-Sache, das ist makruh, wallahu a'lam. Aber man soll es auf jeden Fall vermeiden. Man soll, ja, also so, das hier. Ja, umkrempeln. Man soll so gerade machen. Beim Gebet, außerhalb des Gebets. Ist was anderes, sondern wir sprechen jetzt vom Gebet. Vom Gebet. Aber ist jetzt kein Haram-Sache oder so. Wenn jemand zum Beispiel eine Hose hat, die ein bisschen zu lang ist und der weiß, ne, dass der Befehl des Propheten aus dem gewesen ist, dass alles unter dem Knöchel in der Hölle ist und der das dann umkrempelt, damit er diesem Verbot aus dem Weg geht, inshallah, dann möge Allah ihm Erfolg geben und ihm belohnen dafür, dann hat er inshallah das eine Verbot auf jeden Fall unterlassen. Dafür hat er aber diese Sache, die makruh ist. Aber wir wissen ja, makruh, wenn er das macht, bekommt er natürlich keine Strafe dafür. Wisst ihr ja, ne? Und für die andere Sache aber bekommt er was? Strafe. Aber auf jeden Fall
Wir wissen auf jeden Fall für uns, dass wir auf jeden Fall gucken, dass wir die Hose nicht über die Knöchel haben, auf jeden Fall. Inshallah. Und dann auf jeden Fall wieder nochmal diese Sache, die wir erwähnt haben, dass man irgendwie am Teppich, irgendwie so Teppich immer die ganze Zeit sauber macht. Haben wir auch Spezialisten, die beim Gebet immer so Teppich sauber machen. Ja? Es gibt nur eine Ausnahme, und zwar wenn man Sujud macht, wenn das direkt an der Stirn ist, dann kann man das wegmachen. Was auch nicht okay ist, ist, dass man den Mund verdeckt beim Gebet. Das sollte man auch auf jeden Fall unterlassen. Das ist auch Hadith in der Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wenn man geht, dann. Nein, ist kein Problem, aber es ist, man redet davon, dass man die ganze Zeit so zum Beispiel betet. Ja? Dass man so betet. So. Weil viele, die haben dann so Jacke oder so und dann beten die so. Ja? Sollte man unterlassen. Dann, wenn das Essen fertig ist, sollte man das erstmal essen und dann beten. Weil der Prophet sagte, La salata bihadrati ta'am. Auch bihadrati ta'am. Er sagte, wenn man das Essen vorbereitet liegt, wenn die Frau sagt, ich lege jetzt das Essen, dann soll man erstmal essen und dann beten. Ja? Dann die zweite Sache, wenn man starken Druck hat, das heißt Urin, Stuhlgang, wenn man Druck hat, dann soll man erstmal zur Toilette gehen und dann erst beten, auch. Dann, wenn man sehr, sehr müde ist, so die ganze Zeit so wirklich so einnickt, dann soll man sich hier hinlegen, dann aufstehen und dann erst beten. Und das ist im Allgemeinen das, was wir letzte Woche erwähnt haben. Jetzt machen wir mit dem neuen Thema weiter. Das neue Thema ist was? Mubtilatus Salah. Dinge, die das Gebet ungültig machen. Das heißt, das Gebet ist dann nicht mehr gültig. Man muss das Gebet von neu beten. Yarhamukallah. Wenn jemand sagt, Alhamdulillah, dann sagen wir was? Yarhamukallah. Sein Recht. Sein Recht, sein Haq. Die erste Sache, Tayaqqanul Hadath. Dass man Gewissheit hat, volle Gewissheit, dass man den Wudu, die Gebetswaschung was, verloren hat. Mit Gewissheit. Mit Gewissheit. Was ist, wenn man im Zweifel ist? Wenn jemand im Zweifel ist, was macht er dann? Dann kehren wir wieder zurück zum Ursprung. Dann kehren wir zum Ursprung, das heißt zur Gewissheit. Das heißt, du bist gewiss, dass du den Wudu vollzogen hast. Ja, also hast du Wudu. Weil wir haben auch den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Er wurde gefragt von einem Sahabi, sagt, ja Rasulullah, ich habe Zweifel, ob ich den Wudu verloren habe während dem Gebet oder nicht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Man soll das Gebet nicht verlassen, es sei denn, man hat was gehört oder man hat was gerochen. Deswegen man sagt zu dem Bruder, hast du was gerochen? Nein. Hast du was gehört? Nein. Du bist dir sicher, dass du den Wudu vollzogen hast? Ja, also hast du Wudu. Halas. Dann die zweite Sache. Al-Aklu wa-Shurbu amdan. Das Essen und Trinken aus Absicht. Das heißt, wenn jemand aus Unabsicht isst und trinkt, ist sein Gebet gültig? Natürlich. Er hat es vergessen, er hat das nicht absichtlich gemacht. Das heißt, Essen und Trinken absichtlich macht das Gebet ungültig. Im Gebet Essen und Trinken, richtig. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, Reste habe. Nein, davon ist nicht die Rede, sondern du bist am Beten. Und dann mehr, boah, voll Durst. Du bist gerade am Beten, boah, die Cola-Flasche. Ne? Und dann duck, 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 duck. Wallah, Dalin, Amin. Ne? So. Nach dem Motto. Das macht dein Gebet ungültig. Absichtlich, bitte. Ja, mit Rest essen, dann sollte man auch vorher den Mund spülen. Das ist auch Sunna. Ja. Sunna ist es, dass man, wenn man isst, danach den Mund spült. Ja, ja, dass man den Mund siwak und so weiter. Ja. Aber wenn man Reste hat, dann ist das ja kein weil hier. Al-Aklu wa-Shurbu, damit ist Essenszunahme gemeint. Damit ist die Essenszunahme gemeint. Das heißt, dass man Essen zu sich nimmt, Trinken zu sich nimmt während dem Gebet. Ja, aber wir hatten die Situation nämlich schon mal. Da haben wir zwischendurch gegessen, jetzt Gebetszeit.
Und wir hatten schon alle aufgerissen, da sagte der eine, ja, denk dran, Mund richtig ausspülen, weil wenn die im Gebet ist, dann wird der Gebet ungültig. Nein, also das ist Übertreibung. Das ist Extremismus. Ja, das ist, was Spiegel und NTV und ProSieben uns beibringen wollen. Das ist Übertreibung. Das ist Extremismus, weil du machst dich dann krank. Weil manchmal kommt dir ja so ein bisschen Essen hoch, ne? Haben wir auch manchmal, oder? Da kommt so ein Klumpen hoch oder so. Ja, was machst du dann? Ja, Gebet neu. Halas. Und dann betest du nochmal, da kommt dir wieder was hoch. Nein, ja. Ja, aber warte mal, ist das jetzt noch die Cola? Oder ist das jetzt Speichel? Oder ist das jetzt Zahnfleisch? Oder ist das wirklich ein Fleischklumpen? Da machst du dich verrückt, Achim. Dann brauchst du gar nicht mehr zu beten. Und es gibt Brüder, die durch diesen Westwurst nicht mehr beten. Durch diese Einflüsterung. Es gibt Brüder, die durch diese Einflüsterung dieses Gebet unterlassen haben, weil irgendwelche Idioten ihnen das beigebracht haben und gesagt, nein, Auzubillah, musst du so machen, du hast gegessen, Gebet gültig, ungültig, Tag. Deswegen diese Sache hier, wenn wir dieses Thema hier besprechen, wir reden hier von Gewissheit, von Yaqin, Gewissheit. Und nicht Scheck oder Reib oder Dhann oder Vermutung oder vielleicht und eigentlich und, nein, Gewissheit, damit keine Einflussung vom Scheitan kommt. Dann die nächste Sache, Al-Kalamu Amdan. Absichtlich reden. Ja, absichtlich reden. Denn es wurde überliefert von Zayd ibn Arqam, radiallahu anhu, der Sohn von Abu Arqam. Ja, er sagte, oder sein Sohn heißt Abu Arqam, ja, Zayd ibn Arqam, auch Zayd ibn Abi Arqam, ich glaube, hier gibt es einen Druckfehler. Das heißt, es müsste eigentlich Zayd ibn Abi Arqam heißen, aber egal. Er sagte, kunna natakallamu fi salah. Vorher, als die Sahaba mit dem Propheten aus dem Gebet kamen, haben die geredet. Ja, da kam der Allahu Akbar. Assalamu alaikum, wie geht's dir? Alles okay bei dir? Ja, Alhamdulillah, bei dir alles okay? Ja, Allahu Akbar, Rukua. Ja, und? Alles okay? Sonst? Wir haben ganz normal geredet beim Gebet, ja? Kunna natakallamu fi salah. يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ. Also die haben ganz normal Gespräche miteinander geführt. Die standen einfach, ne, und haben miteinander geredet. Ja? كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ. Also das heißt, die saßen, ne, die standen miteinander, haben miteinander gesprochen. فِي الصَّلَةِ حَتَّى نَزَلَتْ bis die آية, der Vers runterkam, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Surat al-Baqarah. Und steht für Allah subhanahu wa ta'ala in Demut. Das heißt, Kalam, Mamnu'. Nicht mehr miteinander reden. Fa'umirna bis Sukut. Uns wurde dann befohlen, leise zu sein. Wa nuhina anil Kalam. Und uns wurde verboten, zu sprechen. Ja, und das ist bei Bukhari und Muslim überliefert. Dann gibt es natürlich auch diese Geschichte von dem Sahabi, der dann, ja, der genießt hat und hat gesagt, Alhamdulillah, ja, und dann haben die Sahaba ihn dafür getadelt, haben die so gemacht, ne, und haben die so böse angeguckt, ne, und der hat dann auch weitergeredet, der hat gesagt, was ist los, was habe ich getan, was ist los mit euch, warum guckt ihr mich so doof, so böse an? Alhamdulillah hat er dann gesagt, ja, er hat dann Alhamdulillah gesagt. Und dann hat der Prophet mit ihm geredet am Ende. Da hat er gesagt, ich habe keinen besseren Lehrer als den Propheten Sallallahu getroffen. Weder hat er mich angeschimpft, weder hat er mich böse angeguckt, nichts. Die Sahaba haben das getan. Warum? Weil sie Schüler waren vom Prophet Sallallahu, die haben das gelernt. Die mussten das lernen. Ja? Der Prophet Sallallahu hat ihnen das beigebracht. Und dann sagte der Prophet Sallallahu unter anderem zu ihm, inna hadi salata la yasluhu fiha shay'un min kalam an-nas. Dieses Gebet, es ist nicht angebracht, dass man in diesem Gebet Rede der Menschen spricht. Das heißt, dass man die Gespräche der Menschen spricht. Das heißt, es ist verboten, im Gebet zu reden. Dann die dritte Sache, oder die vierte Sache. Wenn man eine Säule oder eine Voraussetzung verlässt, ja, mit Absicht. Und diese, also erstmal die Voraussetzung. Zum Beispiel eine der Voraussetzungen ist was? Wudu.
Wenn jemand kein Wudu hat, dann ist sein Gebet was? Nicht gültig. Denn der Prophet Sassam sagte, es ist kein Gebet gültig, außer wenn nachdem man das, nachdem man den Wudu verlassen hat oder den Wudu verloren hat, bis man den Wudu praktiziert. Ja? Gut. Das heißt, die Voraussetzungen, wenn die nicht gegeben sind, sowieso. Aber wenn man die Säule verlassen hat, dann ist hier, dann sagen wir hierzu, dann ist das Gebet ungültig, wenn er zu der Säule nicht zurückkehrt. Was ist damit gemeint? Wie wir schon öfters erwähnt haben, zum Beispiel jemand hat Ruku', das hier, Verbeugung, hat er vergessen. Das ist ja eine Säule, oder? Vom Gebet, weil im Gebet haben wir Voraussetzungen, Säulen, Pflichten und beliebte Taten, richtig? Was haben wir gesagt? Was muss er machen? Er muss zurück zur Säule. Wenn er das nicht gemacht hat, ist sein Gebet gültig? Ja? Sein Gebet ist ungültig. Genau wie unser Sportfreund aus Aachen, ne? Der die Fatiha nicht wiederholt hat. Weil die haben gesagt, Fatiha, Fatiha, da hat er das nicht wiederholt. Ja? Er hat dann Teslim gemacht und Assalamu alaikum. Ne? Also das heißt, sein Gebet war ungültig. Ja? War ungültig. Wenn er weiß, Fatiha, Fatiha, wenn er das nicht weiß, wir haben gesagt, ne, da muss die Absicht natürlich dafür sein. Für die anderen ist es aber gültig. Für die anderen, Allahu alam. Also wenn er das Gebet ungültig hat, dann muss es eigentlich auch bei ihnen ungültig sein, Allahu alam. Ja, wenn er das ungültig, dann muss er, dann, die hätten eigentlich, warum? Weil es der Beweis dafür. Der Beweis dafür ist, oder, also wir wissen ja, ne, wenn das, wir wissen das hier, aber es gibt ein Ereignis auch, in der Zeit von einem Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, ist ein Muhaddith aus Ägypten gewesen, da waren die auch im Gebet, beziehungsweise in der Jumu'ah, und da hat der Khatib, also der Imam, der die Jumu'ah gemacht hat, in der Jumu'ah Kufr begangen. Ja, und dann haben die gebetet, und da hat der Sheikh gesagt, erneuert euer Gebet, denn euer Imam hat Kufr begangen. Das heißt, das ist ein Beweis dafür, dass wenn jemand diese Sachen mit Absicht macht, dass sein Gebet ungültig ist. Und wenn er Imam ist, ist es ungültig. Die Leute müssen das Gebet was? Nachholen, wiederholen. Er kriegt die Sünde von ihm ein. Richtig, ja. Er hat Kufr begangen. Genau, ja, der hat Kufr begangen. In der Khutbah. Genau. Da haben die gebetet, da hat er gesagt, wiederholt euer Gebet. Euer Gebet ist nicht gültig, denn euer Imam hat Kufr begangen. Ja. Der hat gesagt, wa'idhu billah, da gab es, ich glaube, das war in der Zeit von Jamal Abdel Nasser, dieser Säkularist. Und da kam ein Mann zu ihm, ein armer Mann, und der hat dann mit ihm geredet und so und hat ihn herzlich empfangen, hat gelacht und hat gelächelt. Dann hat er gesagt, guck mal, wie er sich verhalten hat. So schön, nicht wie derjenige, wo es heißt, Abasa wa tawalla. Ja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese Ayah. Er hat die Stirn gerunzelt und hat sich entfernt. Da hat Ahmed Shakir rahimahullah gesagt, euer Imam hat gerade Kufr begangen. Und ist auch Kufr, großer Kufr. Und vor allen Dingen so eine Person direkt, weil er macht das mit Wissen, also gibt's die Voraussetzungen sind alle dafür gegeben, dass er den Kufr begangen hat, den großen Kufr, dass er Käfer geworden ist und vor allen Dingen von einem großen Alim auch bezeugt, nicht von uns. Ne? Nicht, dass jetzt einer falsch versteht und seine Eltern uns Kuffar abzeichnet oder so, oder seine Nachbarn oder die Muslime, sondern hier handelt es sich um einen Großgelehrten, der die Voraussetzungen gegeben hat. Und auf jeden Fall, worauf wir hinaus wollen, ist, dass das auf jeden Fall dann das Gebet ungültig macht. Dann, wenn man die ganze Zeit sich bewegt, wenn man sehr viel sich bewegt und so, dann ist das auch das Gebet dann ungültig. Wenn man die ganze Zeit mit dem Handy spielt, die ganze Zeit, ich weiß nicht, was man alles so machen kann. Ja, auf jeden Fall, dass man sich auf jeden Fall oft bewegt. Dann ist das auch, das Gebet ist dann ungültig. Ja, wie einer, der war am Beten. Sag mal, ich bin gerade am Beten. Schau dich gleich an. Ja, gab es wirklich. Hat mir ein Bruder überliefert. Ja, im Gebet. Sag mal, ich kann gerade nicht, ich bin gerade im Gebet. Es gibt die verrücktesten Sachen. Das dann ein Video, ne, wo der Imam
sein Handy rausgeholt oder was? Ja, ja. Der hat vorhin, glaube ich, ein Statement darauf auf Afghanisch gegeben. Okay. Und über, ja, er hat das geschickt so, wie er sein Handy rausholt. Ah, okay. Und dann hat er seinen Pin ein und danach hält er das aber eine Stunde so. Ah, so, der hat Tarawih. Dann das Lachen. Das Lachen im Gebet macht das Gebet ungültig. Aber hier müssen wir sagen, welches Lachen? Das richtige Lachen. Das heißt so, ha, ha, wie wir lachen, ja? Also so, das ist zum Beispiel, also richtiges Lachen, was von jedem auch als Lachen erkannt wird. Nein, sondern richtiges Lachen. Ja? Also sie sagen, also Ta'rif, al-Dahiku idha balagha hadd al-Qahqaha. Al-Qahqaha ist so, ha, ha, ha. Das ist auf Arabisch Al-Qahqaha. Ja? Al-Qahqaha. Ja, schwer, ne? Passt auch so. Das heißt, wenn man lächelt, ja, ist Lächeln, ist ja kein Lachen. Wenn man ist ja auch kein Lachen. Aber natürlich vorsichtig. Ja? Weil manchmal ist es wirklich sehr schwer. Ja, da kommt wirklich eine Situation, wo es total lustig ist. Ja, das da kannst du dich nicht kontrollieren, ja? Da musst du auf jeden Fall versuchen, dich zurückzuhalten. Hierfür gibt es Ijma'. Also es gibt alle Gelehrte der Muslime, haben Ijma', Konsens, dass das auf jeden Fall das Gebet ungültig macht. Ja? Was das Lächeln angeht, gibt es Meinungsunterschied. Aber die richtige Meinung ist, dass das auf keinen Fall das Gebet ungültig macht. Hast du eine Frage allgemein oder jetzt zu dieser Sache? Okay. Dann die Reihenfolge, dass man die Reihenfolge hält, ist auch eine der Sachen, die man, wenn man sie nicht einhält, die Reihenfolge, wenn man sie nicht einhält, dann ist das Gebet auch ungültig. Also das Nicht-Einhalten der Reihenfolge. Das heißt, dass man erst Ruku' macht, danach Fatiha liest, danach das macht. Und auch bei den Gebeten selber, dass man Isha vor dem Maghrib-Gebet zum Beispiel betet. Wenn jemand Isha vor dem Maghrib betet, ist sein Isha gültig? Sein Isha ist nicht gültig. Das ist ungültig, das Gebet. Ist nicht. Er gibt es nicht. Ja? Wenn ich das letzte Mal stark vergessen habe, muss ich jetzt sein. Nein, das ist was anderes. Erstmal ein Mahl, genau, richtig. Genau, warum? Weil Allah SWT sagt, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet wurde den Gläubigen zur festen Zeit geschrieben. Deswegen sagen die Ulama, wenn man die Gebete nachholt, dann muss man sie was? Nach der Reihenfolge beten. Nach der Reihenfolge. Was war jetzt das mit Adhan und Iqama? Also er hat gesagt, wenn ich das Gebet, Maghrib-Gebet noch nicht gebetet habe, ist Isha-Zeit, dann bete ich das Maghrib-Gebet mit Isha, mit Adhan und Iqama, das Isha-Gebet mit Adhan und Iqama. Richtig? Ohne Iqama. Weil das Iqama, wenn du das in dieser Gebetszeit machst, dann hast du den Iqama für Isha gemacht. Weil das ist die Zeit von Isha. Ah, genau, Barakallahu fik. Ja, richtig. Genau, richtig. Genau, er macht Iqama, macht Maghrib-Gebet, danach Adhan, Iqama und dann Isha-Gebet. Aber das ist jetzt kein Problem, inshallah. Ja, ist nicht das Thema. Dann As-Sahu al-Fashih. As-Sahu al-Fashih. Afwan. As-Sahu al-Fashih. Also der übertriebene Sahu. Was ist Sahu? Die sie vergessen, ne? Also so richtig übertrieben. Ja? Zum Beispiel, dass er anstatt 4 Dhuhr betet, dann betet er 12. Ja, sowas. Weil dann spricht man nicht mehr von Vergesslichkeit, dann spricht man von Blödsinn machen. Kinderspielerei. Das heißt, wenn man richtig übertreibt, so anstatt 4, 12 betet oder dass man, keine Ahnung, Blackout, so, dann ist das auch ungültig. Ja, bitte. Kurze Frage, beim Rezieren im Koran, ne, wenn man betet, wenn man so rezitiert, aber man ist nicht mit den Gedanken da, man ist woanders. Dann ist das auch kaputt? Nein, das macht aber dein Khushu' kaputt. Weil, warte, wir nennen nur noch das letzte und dann neuntens, wenn du betest und vor dir, zwischen dir und deiner Sutra, eine menstruierende Frau läuft, ein schwarzer Hund
oder ein Esel. Wenn diese drei Sachen an dir, direkt zwischen dir und deinem Sutra laufen, dann ist dein Gebet was? Ungültig. Dann musst du das Gebet nachholen. Eine menstruierende Frau. Das heißt, eine Frau. Die Pubertät erreicht hat. Ja, so meinst du das. Genau, man sagt eine Frau, die Menstruation. Also das ist kein kleines Mädchen. Das wäre kein Problem. Nein, ist kein Problem. Was macht der Hund? Also, schwarze Hund, Esel und eine reife Frau. Zurück zu der Sache. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, es gibt vier Gebete. Es gibt ein Gebet, das ist das Gebet der Nahestehenden. Und das ist das Gebet, wenn jemand betet, dass er das Gefühl hat, dass Allah vor ihm ist und dass das Paradies neben ihm ist, rechts, und dass die Hölle links von ihm ist. Dann gibt es das Gebet derjenigen, die dafür belohnt werden. Und das ist das Gebet derjenigen, die die Pflichten einhalten, die Säulen einhalten, die Sunnan, die freiwilligen Taten einhalten und sie mit dem Khushu' kämpfen. Dann gibt es das Gebet derjenigen, die für das Gebet zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind diejenigen, wa alaikum salam wa rahmatullah. Und das sind diejenigen, die beten, aber wenig Khushu' haben. Und dann gibt es das Gebet derjenigen, die dafür bestraft werden. Und das sind diejenigen, die gar keine Demut haben für das Gebet. Die einfach beten und als ob der gerade steht für den nächsten Bus. Ja, als ob der gerade an der Bushaltestelle steht. Einfach Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diese Leute werden für das Gebet was? Bestraft, sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah. Die bekommen Strafe dafür. Möge Allah uns bewahren. So. Was können wir jetzt noch erwähnen? Mach mal so die Frage von Abdurrahim. Wie war das nochmal zuerst Adan und dann noch Ibn al-Qayyim? Lass uns die Fragen am Ende machen, Brüder. Lass uns die Fragen, inshallah, am Ende machen. Damit wir nicht durcheinander kommen. Inshallah. Okay, Sujud Sahu haben wir schon erwähnt, ne? Also diese Korrigierungsniederwerfung haben wir sehr oft erwähnt, oder? Ja. Brauchen wir jetzt nicht wieder zu wiederholen. Also, wenn man etwas getan hat im Gebet, ja, entweder, es gibt hierfür drei Sachen. Entweder man hat im Gebet etwas zu viel gemacht, oder man hat etwas zu wenig gemacht, oder man hat Zweifel, ob man etwas zu viel gemacht hat oder zu wenig. Also, vier Sachen. Entweder man macht zu viel oder man macht zu wenig oder man hat Zweifel, ob man etwas zu viel gemacht hat oder zu wenig. In diesen Fällen macht man die Korrigierungsniederwerfung. Das heißt, man macht die am Ende, wenn man fertig ist, beziehungsweise wenn man noch nicht fertig ist. Ja? Hierzu haben wir gesagt, gibt es mehrere Situationen. Es gibt die erste Situation, wenn man eine Sache zu viel gemacht hat. Wann macht man dann den Sujud Sahu? Nach dem Teslim. Weil das, was man zu viel gemacht hat, gehört nicht zum Gebet. Dann die zweite Sache, wenn man etwas zu wenig gemacht hat, wann macht man das? Vor dem Teslim. Wie ist das mit zu wenig gemeint? Also wenn man zum Beispiel, wir reden von den Pflichten. Wenn man zum Beispiel, oder Ruku', wenn man eine Säule weggelassen hat oder eine Pflicht unterlassen hat. Zum Beispiel man hat den ersten Tashahhud nicht gemacht. Man hat den Ruku' nicht gemacht. Ja, man hat den Sujud nicht gemacht. Man hat etwas weggelassen. Zu wenig einfach. Dann macht man das vor dem Teslim, weil es noch zum Gebet gehört. Das heißt, der Sujud, den man extra macht, erfüllt quasi das Fehlende. Genau, richtig. Genau. Und bei welchen Sachen muss man zurückgehen? Bei der Säule. Bei der Säule muss man zurückkehren. Bei der Pflicht nicht. Pflicht muss man nicht zurückkehren, Säule muss man zurückkehren. Jetzt, wenn man Zweifel hat im Gebet, das ist auch sehr, sehr oft. Man hat Zweifel, hat man jetzt die Raka gebetet, hat man nicht, hat man den Sujud gemacht, hat man nicht, hat man Tashahhud gemacht, hat man nicht. Wie verhält man sich? Gut zu hören jetzt. Fragen am Ende, inshallah. Wenn wir fertig sind, dann sage ich euch, dann gebe ich euch Bescheid, dass ihr Fragen stellen könnt, inshallah.
Also, wenn er ja, Scheck hat, die erste Sache, was er macht, er geht zurück zur Gewissheit. Er geht zurück zur Gewissheit. Es heißt, أن يغلب على ظنه أحد الأمرين إما الزيادة أو النقص. Also entweder er hat die Vermutung, also die starke Vermutung, dass er etwas zu viel gemacht hat, oder er hat die starke Vermutung, dass er zu wenig gemacht hat. Was macht er? فيبني على غالب ظنه. Er geht dann zu der Vermutung, die am stärksten ist. Ja? Er geht zu der Vermutung, die am stärksten ist. Das heißt zum Beispiel, er hat die starke Vermutung, dass er zu wenig gemacht hat. Und dann baut er darauf auf. Dann macht er den Sujud Sahu und alles und baut darauf auf. Das, was wir in den Unterrichten erwähnt haben. Zu viel gemacht, genau dasselbe. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, إذا شك أحدكم في صلاتي, wenn jemand von euch Zweifel hat in seinem Gebet, فليتحرى الصواب, er soll dann ja, sich anstrengen, das Richtige zu finden. Genau, فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. Er soll dann fertig machen und er soll dann den Teslim machen und dann die Sajdatain machen. Dann soll er die Sujud Sahu machen, ja, nach dem Teslim. Dann, wenn er vermutet, aber er kommt nicht weiter, ja, أن لا يترجح عنده أحد الأمرين لا الزيادة ولا النقصان فإنه يبني على اليقين. عفوا eben habe ich Gewissheit gesagt, ne? Die Gewissheit kommt hier. Das heißt, er weiß jetzt nicht zu viel, zu wenig, dann geht er zum Yaqin. Dann geht er zur Gewissheit zurück. Also er sagt, ich habe auf jeden Fall zwei gebetet. Zwei Rakat habe ich auf jeden Fall gebetet. Ja? Die habe ich auf jeden Fall gebetet. Dann geht er zurück zum Yaqin. Verstanden oder ihr guckt mich gerade so an, so nach dem Motto? Ist ein bisschen kompliziert. Also, die erste Sache, er weiß jetzt nicht, boah, habe ich jetzt zu viel oder zu wenig? Dann überlegt er, nee, ich glaube sehr stark, dass ich zu viel gebetet habe. Da macht er, baut er darauf auf. Die zweite Sache, der weiß nicht jetzt, boah, habe ich zu viel, zu wenig, boah, keine Ahnung. Was macht er dann? Dann geht er zurück zur Gewissheit. Das heißt, er ist sich gewiss, dass er zwei Rakat gebetet hat von vier. Dann hat er was? Dann hat er zu wenig gemacht. Dann baut er auf das Wenige. Okay? Er geht auf das zurück, was er weiß. Was er nicht weiß, das macht er dann nicht nochmal vollendlich. Okay, verstanden? Ist ein bisschen kompliziert, aber inshallah wiederholen wir das nochmal. Was soll er machen? Er soll sein Gebet dann vollständig machen und dann soll er die Sajdatain machen. Wann? Nach dem Teslim oder vor? Ja. Vor dem Teslim. Vor dem Teslim. Ja? Okay. Weil er geht zur Gewissheit, das heißt, es fehlte quasi was. Genau. Er ist sich ja sicher, nee, nur das. Und dann hat ja was gefehlt, also vor dem Teslim. Genau, richtig. Also haben wir das, ja? Vor dem Teslim, nach dem Teslim. Gut. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Es ist dann ja in jedem Fall, wenn er zur Gewissheit zurückgeht, dass er dann vor dem Teslim. Ja, wenn er vergisst. Ja, in jedem Fall. Richtig. Das heißt, er baut dann auf das Wenige auf. Ja, er baut das auf das Wenige. Weil deswegen sagen die Gelehrten, wenn du im richtigen Zweifel bist, dann baust du immer auf das Wenige. Baust du immer auf das Wenige, bist du auf der sicheren Seite. Deswegen, das Erste ist, du guckst nach deinem starken Vermuten. Das Zweite ist, was ich erwähnt habe, ich habe das ein bisschen komplizierter jetzt gemacht, als es ist. Das Zweite ist einfach was? Zur Gewissheit zurück. Das heißt, einfach so tun, als ob du was? Das. Weniger gebetet hast, das war's. Okay? Ich wollte jetzt auch über das die Jama'a, also das Jama'a-Gebet jetzt reden, aber wir haben jetzt schon 50 Minuten gemacht und ich, inshallah, will ich mir angewöhnen, dass ich ein bisschen weniger mache, weil in den letzten Wochen und Monaten haben wir immer lange, lange gemacht und wenn ich frage dann am Anfang des Unterrichts, vom anderen Unterricht danach, was habt ihr noch behalten, dann gucken mich alle nur noch an. Deswegen weniger ist manchmal mehr. So. Gut. Wir machen dann nächste Woche inshallah mit dem neuen Thema weiter. Das neue Thema ist dann Salatul Jama'a, das Jama'a-Gebet. Regeln, die man beachten muss beim Jama'a-Gebet. Was muss man alles beachten? Wie läuft man zur Jama'a? Ne? Manche sprinten ja, ne?
dann Amin, Allahu Akbar, ne? Das ja auch nicht, darf man, sollte man auch unterlassen. Was, welche Dua kann man sagen, wenn man in die Moschee reinkommt? All dies und an und weiteres besprechen wir dann nächste Woche. Deswegen seid nächste Woche auch wieder dabei, damit wir inshallah das besprechen, ja? So, jetzt die Frage. Ja, Allah. Bismillah. Nein, sag mal auch her. Wenn ich jetzt ein Gebet beten möchte, und ich bin zu Hause alleine oder ich komme in die Moschee rein alleine, das ist schon alles gebeten. Und ich bete das Gebet ohne Iqama. Ist das gültig? Der Bruder fragt, Gebet ohne Iqama, ist es gültig? Ja. Du denkst nicht. Aus Vergesslichkeit. Okay. Wer hat noch was auf Lager? Wir fragen mal, ist die Iqama eine Voraussetzung vom Gebet? Nein. Ist es eine Säule vom Gebet? Ist es eine Pflicht vom Gebet? Also. Alles okay? Ja. Alhamdulillah. Okay, wer hat noch eine Frage? Bitte. Ja, ich frage mich heutzutage mit den Türöffnen. Das geht ja fast gar nicht mehr. Weil wer betet denn direkt vor die Tür? Das Türöffnen ist nur ein Beispiel. Ja, ja, aber heutzutage geht diese Sache ja. Das ist, da musst du über den Flur und so. Nein, es geht schon einfach darum, dass wir wissen, wenn du betest, also spät jetzt hier. So. Bei mir in der Wohnung. Also die Richtung ist jetzt, sagen wir mal, so, weil wir wissen ja, ne? Bei uns hier Ost und Süd, ne? Zwischen Ost und Süd, das ist Qibla. Nicht wie manche Freaks, ne, versuchen direkt zur Kaaba zu beten, was nicht mal die Leute in Mekka schaffen oder in Saudi-Arabien schaffen. So, wir beten nicht außerhalb von der vom Haram, das heißt von dieser Moschee. Wir beten nicht zur Kaaba, sondern wir beten in Richtung der Kaaba. Ja, wir beten in Richtung. فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَ قِبْلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قِبْلَ قِبْلَ. Also, das heißt zur Richtung auf Arabisch, ja? فَوَلِّ وَجَاكَ قِبَلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Gut, also ich bete jetzt hier. So, laut diesem Hadith ist es mir erlaubt, in dieser Richtung hier mich zu bewegen, wenn die Notwendigkeit dafür da ist. Zu bewegen, kurz zu bewegen, ja? Okay, das ist einfach nur ein Beispiel dafür, um zu zeigen, dass man sich beim Gebet bewegen kann. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das habe ich auch letzte Woche erwähnt. So, du bist jetzt am Beten. In der Küche, Frau ist jetzt in der Küche zum Beispiel, die muss in der Küche beten, Allahu A'lam, was da passiert ist, wo immer sie muss beten, Zeit ist da, ja, Allahu A'lam. So, jetzt betet sie, auf einmal guckt sie, das kleine Kind geht zum Herd, Herd ist an. Die Qibla ist, ja, und das Herd vor dir. Ist vor ihr, beziehungsweise in Richtung der Qibla. Da kann sie gehen, Herd ausmachen und wieder zurück beten. Und das Kind, Kind auf die Seite zu. Das ist nur ein Beispiel dafür. Okay, bitte. Und du sagtest ja, ich kann nicht demonstrieren, dass man so nach vorne läuft. Aber ich zum Beispiel, bei mir hatte ich das immer der Fall. Das ist immer der Fall. Ich habe die Tür und wenn die schellen, die schellen ja öfter. Ja. Meine Kunden. Und dann bin ich mit im Gebet und dann bewege ich mich seitlich. Aber trotzdem bleibe ich zurück. Richtig, ja, genau. Okay. Ja, genau. Genau, richtig. Ja, genau. Ich habe jetzt nur vorne das Beispiel gegeben. Natürlich auch seitlich. Klar. Nur der Körper darf sich nicht von der Qibla wegwenden. Was mit dem Kopf? Darf er sich weg von der Qibla wenden? Natürlich. Du musst ja die Sache kriegen. Klar, wir haben ja gesagt, den Kopf zu wenden, bei dem Notfall darf man ja. Auch wenn, wenn du die Qibla verlierst. Aber der Körper darf es nicht. Sobald der Körper die Qibla verliert, ist das Gebet was? Ungültig. Yarhamuka Allah. Okay, wer hat noch eine Frage? Das Geschäftsgebet fängt ja eine halbe Stunde nach. Nicht immer. Aber jetzt im Sommer ja, okay? Genau. Aber das ist nicht zu spät, ist das noch zu spät, wenn ich nach eineinhalb Stunden bete? Bete, mache, bete. Nein, ist es nicht. Warum? Aber was haben wir erwähnt? Bis wann ist das Isha-Gebet? Bis Mitternacht, islamische Mitternacht. Islamische Mitternacht. Nicht 12 Uhr, 0 Uhr.
sondern nach islamischer Mitternacht. Wann ist islamische Mitternacht? Ganz kurz, Mohammed. Also die Zeit vom Maghrib-Gebet bis zum Fajr-Gebet zählen, sagen wir mal 8 Stunden. Die Hälfte davon, 4 Stunden. Bis zu dieser vierten Stunde kannst du dann beten. Ja? Zum Beispiel, ja, sagen wir mal, Isha ist um 11. Fajr ist um 4, beispielsweise. Wie viele Stunden sind das? 11 Uhr bis 4. 12, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr. 6 Stunden oder 5 Stunden? 6. Bis 4 Uhr. Also, von Isha, Afwan, von Maghrib-Gebet. Wann? Halb 10? Okay, sagen wir mal 10 Uhr. Okay. 11, 12, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 6 Stunden. Also, das heißt, die Hälfte davon? 3 Stunden. Also, 3 Stunden vor Fajr, bis dahin darfst du 1 Uhr nachts, ja. Dann kann ich was beten? Isha. Genau. Danach nicht mehr. Das ist die Zeit von Isha. Es gibt auch die Meinung, dass es bis Fajr geht. Ja, gibt's auch. Und das sind laut alle vier Rechtsschulen. Wallahu alam. Ja, bitte. Also, bis wann du Maghrib beten kannst? Bis zum Isha? Ja, bei Isha ist ja nach eineinhalb Stunden. Bis dahin darfst du Maghrib beten. Eineinhalb Stunden hast du Zeit. Aber nach Plänen und alles ist ja das später. Vergiss das. Also nach Plan, vergiss den, weil der Plan ist nur relativ. Ich weiß zum Beispiel 21 Uhr. Ja, aber 20 ist noch ein bisschen hell. Ich weiß, ja, in Deutschland wird eh nicht so. Ja, in Deutschland wird eh nicht so. Man bleibt immer. Guck mal, eineinhalb Stunden. Am besten, guck mal, am besten, damit du die Frage erledigt hast, bete das Maghrib Gebet zu seiner Zeit. Ja, aber normal. Hast du den Fall? Warum? Wieso, was hast du da für ein Problem? Ja, wenn ich spät schlafe, dann ist das ein bisschen problematisch. Wieso? Kannst du nicht kurz weggehen, 5 Minuten beten? Das wird schwer. Also warum? Normalerweise kann ich alle Gebete, dann muss ich nach Arbeit halt beten. 5 Minuten, kannst du nicht? Also kurz weggehen, machen ein Gebet und dann warten, bis er alle Gebete außer diese wird schwer. Also ich verpasse dieses Gebet nicht. Das ist doch nicht so. Ja, ist kein Problem. Das wird immer knapp. Eineinhalb Stunden hast du Zeit, das Gebet zu beten. In eineinhalb Stunden versuchst du Maghrib zu beten. Und Isha, weißt du, bis Hälfte. Maghrib ist auch das Gebet, was man kurz halten sollte. Ne? Genau, richtig. Ja, sowieso. Wir haben ja gesagt, ne, Arbeit und so weiter. Ne? Was macht man da? Kein Baqarah und Al-Imran lesen. Ne? Also, ganz normal. Im schlimmsten Fall, Fatiha und jeden Dhikr einmal sagen. Das heißt, einmal im Rukur sagen, Subhanahu Rabbil Adhim Muhammad. Einmal im Sujud, Subhanahu Rabbil A'la. Einmal in Julus Beina Sajdatayn Rabbil Khilli sagen. Also das Sitzen zwischen den zwei Sujud. Okay? Khalas? Erledigt? Keine Fragen mehr? Ja. Ich habe eine Frage. Was du gerade erwähnt hast, Yuqim, die Stufen des Gebets. Ja. Wie sagt das, wenn man drei? Also, das Gebet des Muslims? Gibt es Mumin? Was gibt es nicht? Ja, der hatte 4 gemacht, aber der hat 3 auch. Ich hab den. Was ich. Also, soweit ich weiß, gibt es 4. Ich habe von einem Sheikh, hab ich das selber gehört, der hat mir gesagt, 4 Stufen. Aber kann sein, dass er auch vielleicht was anderes hat. Er sagt, Salatul Muqarrabin, Salatul Mu'min, hat er gesagt, au Salatul Mu'minin, Salatul. Ein Ghafilin, glaube ich, und noch ein Gebet auf jeden Fall. Diese 4. Aber er hat gesagt, As-Salatul Muqarrabin, Salatul Mu'minin, As-Salatul Lati Yuhasabu Alayhi Al-Mar'u, Was-Salatul Lati Yu'aqabu Alayhi Al-Mar'u. Wallahu A'lam. Kann sein, dass es vielleicht 2 verschiedene Sachen sein. Kann sein, dass ich mich vertan habe. Kann sein, dass ihr richtig liegt. Kann sein, dass ich richtig liegt. Und wohin wir wissen, dass man Khushu' haben muss beim Gebet. Wallahu A'lam. Aber inshallah, ich forsche das nach und dann poste ich das in die Gruppe, inshallah. Übersetzt das mal. Ich habe eine Frage. Ganz kurz, Bruder. Der Bruder hat noch eine Frage. Vergesst, ich heiße Sujud, das, ja? Ja. Nach welchem Madhhab ist das? Nach welchem Madhhab? Diese Vorgänge, zu wenig ist so. Das ist nach Guck mal, das ist Ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat die 4 Madhhab im Allgemeinen jetzt. Ganz kurz. Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Wer Ibn Taymiyyah noch nicht kennt,
Der muss ihn kennenlernen. Dieser Alim, Sheikh al-Islam, er hat die vier Rechnungen genommen und analysiert und gebacken und gewürzt und schön gemacht und uns aufgegeben. Er hat gesagt, hier, Bismillah, das sind die vier Medaillen. Jazahullahu kulla khair. Möge Allah ihm Barmherzigkeit schenken. Er hat gesagt, er hat es zusammengefasst, weil so viel, der eine sagt, nein vorher, nein nachher, nein vorher, nein nachher, nein vorher. Ja, so viel Diskussion. Er ging dann hin und hat gesagt, warte mal, lass uns mal alles zusammenfassen, die Beweise nehmen, schauen, was da los ist. Da hat er gesagt, zu wenig vor dem Teslim, zu viel nach dem Teslim. Damit ich hier noch mal genau weiß, was ich hier lerne. Also ist es Imam Taymiyyah. Imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, er ist derjenige, der diese Analyse verfasst hat. Wir lernen hier die Menschheit von ihm. Nein, nein, nein. Wir lernen die Medaille von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, haben die vier Medaille. Das ist nicht Medaille von Rasulullah. Ja. Doch, aber was sind die? Aber was haben wir immer gesagt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist was? Ist der Stamm. Die Medaille sind Abzweigungen, die zum Stamm führen. Ganz einfach. Und wenn wir diese Themen behandeln, zum Beispiel dieses Buch hier, Al-Wajiz zum Beispiel, dieses Buch ist einfach die Zusammenfassung von dem, was die Madhahib analysiert haben. Das heißt, hier findest du immer eine Aussage der Madhahib. Das ist kein Buch, was zu dem Madhahib sagt, haut rein, tschüss, ich weiß besser als ihr. Gibt es nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die ist über die vier Madhahib. Nein, nein, das sagt keiner. Das sagt keiner. Sondern er nimmt die vier Madhahib, weil die vier Madhahib haben auch Fehler, oder nicht? Sind sie Propheten? Manche benutzen sie als Propheten, ne? Stellen sie als Propheten. Sie sind Menschen, sie haben gesagt, wenn der Hadith richtig ist, ist das was? Mein Madhab. Deswegen, unser Madhab ist die Sunna des Propheten. So haben die gesagt, alle vier. Die haben gesagt, wenn der Hadith authentisch ist, ist das mein Madhab. Und deswegen, das ist der Madhab von Imam Abu Hanifa, von Imam Malik, von Imam Shafi, von Ahmad Rahimahullah. Okay? Bitte. Deswegen, man muss ja auch beachten, bei dem einen Madhab damals, zum Beispiel Abu Hanifa, hat den und den hat dies nicht bekommen, den hat aber jemand anders bekommen. Genau. Und das hat dann Ibn Taymiyyah zusammengefasst. Genau. Der eine hat den nicht gekriegt. Also die vier Madhab haben schon einen großen Teil gemacht. Andere wie Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Rajm al-Hanbali, Ibn Kathir, Sheikh al-Albani, Ibn al-Uthaymin. Diese ganzen Gelehrten, die nachkamen, die haben einfach nochmal das Haus zu Ende gebaut. Wieso sollen wir nicht das zu Ende gebaute Haus nehmen? Ja, wieso sollen wir das Haus nehmen, was nicht zu Ende gebaut ist? Warum? Wir nehmen das Haus, was zu Ende gebaut ist. Das war's. Wo doch die Madhahib selber sagen, die Imame sagen selber, nehmen das komplette Haus, nimm nicht mein Haus. Ich bin nur ein Mensch. Imam Abu Hanifa hat das zu Abu Yusuf gesagt, einer seiner besten Schüler und seiner stärksten Schüler. Er hat ihm gesagt, hier, schreib nicht alles auf, was ich sage, denn ich bin ein Mensch. Ich mache Fehler. Ich kann heute eine Sache sagen, morgen kann ich sie wieder wegnehmen. Wer hat es gesagt? Abu Hanifa, Hanafi. Also der Imam der Hanafi-Rechtsschule. Wer hat das gesagt? Und Abu Yusuf, rahimahullah, und andere Schüler von Abu Hanifa, als sie andere Gelehrten getroffen haben, haben sie ein Drittel von dem Madhhab von Abu Hanifa verlassen. Ein Drittel. Haben sie gesagt, das ist alles falsch. Ein Drittel, subhanallah. Wir sagen Abu Hanifa, rahimahullah, möge Allah ihn belohnen, ein Imam des Islam, ein Imam der Sunna, aber er ist nur ein Mensch, der hat uns selber gesagt, Leute, folgt mir nicht blind, sondern das ist meine Rechtsschule, weil Rechtsschule, was ist Rechtsschule? Okay, jetzt haben wir jetzt wieder das Thema Rechtsschule, aber okay. Al-Madhab kommt vom Wort Zahaba Yadhabu Zihaban. Zahaba, yadhabu, zihaban. Das heißt, ja, gehen, eine Richtung gehen. Deswegen ist der Madhab ist das, was die Imame, die Richtung, die die Imame eingeschlagen haben. Oder mit anderen Worten, die Imame wurden für eine Sache gefragt und sie haben die Antwort gegeben und das hat man später dann zusammengefasst und hat gesagt, das ist der Madhab von Abu Hanifa. Hada ma dhahaba ilayhi Abu Hanifa, das ist, was Abu Hanifa als Fatwa gegeben hat. Das, was Abu Hanifa, Malik, Shafi, Rahimahullah, die haben nicht
eine Schule gehabt, so Madhab. Weil manche denken so, Schule, die hatten so eine Schule, so eine Meister, so bei Kung Fu, so Meisterschule. Madhab Abu Hanifa, und dann siehst du die anderen, die haben so grün an, die anderen gelb an, die anderen rot an. Wir sind von der vom Meister Abu Hanifa. Nee, wir sind vom Meister Malik und so weiter, ja? Und hatten die Bücher gehabt, Pokale und ich weiß, was sie alles hatten, ja? Und dann immer, ja, Wettkämpfe miteinander. Nein! Abu Hanifa saß in seiner Moschee, er auf der Straße, zu Hause, man hat ihn gefragt, ja Imam, was sagst du zu dieser Sache? Zu dieser Sache sage ich das und das, weil Allah sagt so, Rasulullah sagt so, Hadith, außer in der Sahabi, oder Ijtihad, Qiyas. Das heißt, er hat Analogieschluss gemacht. Bei Abu Hanifa sehr oft, ja, sehr viel, er hat viel Qiyas mit Analogieschluss. Das war's. Und dann sind irgendwann mal Gelehrte gekommen, haben durch Überlieferungen, auch, bei den Imamen gibt es auch Überlieferungen. Es gibt viele Sachen, wo es heißt, Abu Hanifa hat gesagt, Abu Hanifa hat gesagt, und ist Märchen von 1001 Nacht. Ja, stimmt gar nicht, hat er nie gesagt. Und es gibt mehrere Überlieferungen. Die eine Überlieferung sagt so, die andere Überlieferung sagt aber was anderes. Da muss man gucken, welche Überlieferung ist richtig. Hat er das vorher gesagt, hat er das nachher gesagt? Deswegen sind Leute über uns hergekommen und haben gesagt, Leute, macht euch keine Kopfschmerzen. Hier, bitteschön. Das war's. Was ist Salam? Deswegen sagt man Sheikh al-Islam. Der Sheikh des Islam. Okay? Imam Nawawi hat das ja auch mit den Islam. Auch Imam Nawawi hat das gemacht, Bukhari hat das gemacht, Ibn Hajar al-Asqalani hat das gemacht. Obwohl sie selber einem Madhab gefolgt sind, ne? Nicht vergessen. Sie hatten einen Madhab gehabt, aber sie haben dem Madhab nicht blind gefolgt. So, die haben die Richtung gehabt. Als allererstes haben die auswendig gelernt. Und dann haben die? Und dann haben die Madhab auswendig gelernt, einen. Genau. Und dann sind die Mustahid geworden. Genau, und dann richtig. Dann können die urteilen. Und dann können die sagen, in dem und dem Fall hat der und der. Genau, richtig. Aber unser einer, wir sind Laien, wir können das nicht machen. Wir können nicht sagen, hier hat, ich glaube, hier hat er gelernt. Deswegen, was machen wir? Wir folgen den Gelehrten. Das ist unser Madhab. Unser Madhab ist, folgt den Gelehrten. Frag die Gelehrten. Alle folgen nicht nur ein jetzt, wo ich sage, jetzt, ich kann eben, eben. Sagen, ich folge nur Abu Hanifa. Guck mal, das Problem ist, was wir haben, ist das blinde Folgen. Ja. Hast du einen, der sagt, nee, ich bete nicht so wie du. Du bist Marokkaner, ne? Woher kommst du? Maliki. Du, Marokkaner? Maliki, ne? Ja. Woher kommst du? Türke? Ah, Hanafi. Das ist das Problem. Es ist sogar so weit, weil guck mal, Leute wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ibn al-Qayyim, diese Leute haben gesagt, Leute, davor die Imame sowieso, aber diese Leute haben gesagt, guck mal Leute, hier, bitteschön. Hier sind Bücher, Fiqh, das, hier, guck, bitteschön. Aber die Leute haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Da sind die so weit gegangen, dass Hanafis nur mit Hanafis gebetet haben, Malikis nur mit Malikis, Shafis nur mit Shafis und sogar heiraten, ne? Die haben gesagt, du darfst nicht Maliki heiraten, sondern du darfst nur Hanafi heiraten und so weiter. Deswegen Katastrophe, möge Allah uns bewahren. Wenn es kein Madhab hat, ja, Sekten. Auch wenn er kein Madhab hat, dann sagen die, ist Madhab-loser. Ja, genau, richtig. Ja, wenn er sich unterteilt, das ist schon, ne? Das ist okay. Ja. Ja, das ist Übertreibung in der Religion. Ist das. Der Madhab, guck mal, ein Madhab zu lernen ist Vereinfachung. Ein Madhab zu lernen ist Vereinfachung. Ist, wenn jemand Vereinfachung haben will, dann lernt er den Madhab. Und außerdem, früher haben die Leute in Dörfern gelebt. Irgendwo in der Walachei. Der hat keine Gelehrten dort. Der hat keine Tullab al-Ilm. Der hat keine Prediger dort. Was macht er? Der lernt vom Imam der Masjid. So, der lernt Hanafi-Madhab zum Beispiel. Oder Shafi-Madhab. Oder irgendwas. Und dann betet er so. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht fragen, warum. Weil das ist, was er bekommen konnte. Aber jemand, der in der Stadt gelebt hat, nein. Der Zugang hatte zu den Büchern, zu den Gelehrten, der hat das nicht gemacht. Außer natürlich blinde Folger oder Dings, Leute, die übertrieben haben im Madhab. Und Sheikh al-Albani zum Beispiel, einer von den Leuten unserer Zeit, Sheikh al-Albani, rahimahullah, er war zum Beispiel einer, der das bekämpft hat. Mit allem, was er hat. Er wurde selber bekämpft. Warum? Weil er hat ihnen gesagt, Leute, wie kann es sein, wir haben hier Hadith sahih. Und ihr folgt dem Madhab. Und sagt, nein, wir folgen Madhab, auch wenn er Hadith sei. Ja, das ist das Problem. Ja, du musst ja erstmal den Koran auswendig lernen und einen Madhab. Okay, jetzt hast du Koran auswendig gelernt, du hast Madhab, und dann? Ja, und dann kannst du hingehen und dann kannst du ja erst. Das Problem ist, was wir sagen, ist, dass die Leute hingegangen sind und haben gesagt, Madhab, das war's. Übertreiber. Richtig. Aber natürlich, es gibt Leute, zum Beispiel wie Ibn Uthaymeen, rahimahullah, er hat Madhab, Hanbali Madhab,
Bin Baz, rahimahullah, auch Hanbali-Mazhab. Aber die haben nicht übertrieben. Sheikh Al-Albani auch. Er hatte, welchen Mazhab hatte der vorher? Hanafi-Mazhab. Und dann ist er Mujtahid geworden, hat er. Weil ein Mujtahid darf keinen Mazhab folgen. Ein Mujtahid. Ein Mujtahid darf keinen Mazhab folgen. Der darf keinem Gelehrten folgen, sondern er ist selber ein Mazhab sozusagen. Das heißt, er dann die Pflicht hat, die Scharia zu studieren. Wer? Wenn man den Koran auswendig kann und einen Mazhab verinnerlicht hat, dann muss man das Scharia. Du musst, was musst du lernen? Du musst das lernen, was Pflicht ist. Al-Ma'lum min ad-Dini bid-Darura. Das hier zum Beispiel, was wir gerade machen, dieses Thema hier, was wir machen übrigens, wir haben jetzt reden über Mazhab und das und diese ganz weiten Sachen. Das, was wir hier machen, muss jeder Muslim wissen. Das, was wir hier machen, dieser Unterricht. Deswegen die Leute, die das nicht schätzen hier und die das nicht praktizieren, die nicht kommen oder die mal kommen, mal nicht. Und deswegen bei uns unser Sheikh, Hafizahullah, wenn Leute so kommen und gehen oder wenn Leute neu kommen, da fragt die erste Frage, sagt er, bist du ein Schüler oder bist du ein Tourist? Immer die erste Frage, bist du ein Schüler oder bist du ein Tourist? Ja? Ja? Wenn er Angst hat, sagt er, ja, wenn er Angst hat so, dann sagt er, nee, ich bin nur Tourist, ich bin heute nur gucken und so, sagt er, okay. Wenn er Schüler ist, dann kriegt er so drauf. So nach dem Motto, ja, dann sagt er, setz dich hin, gerade hin, guck, das ist kein Essen, kein Trinken, die Regeln kriegt er dann beigebracht und so. Aber wenn er Tourist ist, dann, okay, du bist nur Tourist dann. Oder manchmal sogar, wenn er gesagt hat, Tourist, sagt er, setz dich da hinten hin. Oder setz dich woanders hin. Oder so. Ja, so. Deswegen, das, was wir hier machen, Brüder, das ist das, was du brauchst, das ist Pflicht, das musst du wissen. Kann keiner sagen, nee, brauche ich nicht oder so. Du musst das wissen hier. Wie verhältst du dich im Gebet und so? Wie? Das musst du wissen, weil das ist Anbetung. Wir, Allah SWT, hat uns nur für die Anbetung erschaffen. Er hat uns nur dafür erschaffen, Allah zu beten, 5 Mal am Tag. Das war's. Er hat uns nur dafür erschaffen, zu fasten. Er hat uns nur dafür erschaffen, Hajj zu machen, wenn wir das Geld haben, die Kraft haben. Er hat uns nur dafür erschaffen, zu fasten. Er hat uns nur dafür erschaffen, Zakat zu geben. Er hat uns nur dafür erschaffen. Für keine andere Sache, nicht für Arbeit, Essen. Deswegen derjenige, der arbeitet und das hier vernachlässigt, der hat nicht verstanden, worum es sich geht. Bruder, Allah SWT hat dich nicht fürs Arbeiten erschaffen. Wir kennen Leute, ich kenne einen Mann, der war Workaholic. Kennt ihr Workaholic? Workaholiker. Ne? Weiß einer hier, was das nicht bedeutet? Was ist Workaholiker? Nur am Arbeiten. Arbeitstier. Arbeitssüchtig. Leute, die dann noch im Urlaub, ne? Der hat Urlaub und dann kommt der. Hey, was macht der? Was soll er? Ja, ich wollte nur gucken, wie es euch geht, alles klar bei euch. So, so Leute, die im Urlaub ihren Betrieb besuchen. Ja? Deutschland ist da lange mal eins dafür. Bruder, Deutschland ist sowieso krank. Auf jeden Fall Muslim, ne? Ein marokkanischer älterer Mann, Muslim. Bruder, am Arbeiten, Haus gekauft, okay, Haus gekauft. Kinder geheiratet, Haus gebaut in Marokko, dann in Dubai Haus gekauft, dann da. Alles hat er gemacht. Am Arbeiten. Wo bist du, Bruder? Ich muss arbeiten. Ich komme von der Arbeit. Ich gehe zur Arbeit. Ich komme von der Arbeit. Ich kann nicht mehr. Arbeit. Wisst ihr, was dann passiert ist? Dann auf einmal auf der Arbeit ist ein Unfall passiert. Kran, irgend so ein Typ, Mitarbeiter, hat nicht aufgepasst, hat den Kran nicht festgemacht. Auf einmal fällt der Kran hin. Ich weiß, wie viel Kilo der gewogen hat, dieser Kran aus Metall. Und der war irgendwie so ein paar Sachen auf am Stellen, auf dem Tisch, tack, und dann auf ihm nochmal drauf. Auf die rechte Seite hier, zack. K.O. Krankenhaus. So, jetzt kann er nicht mehr arbeiten. Arbeit kann er jetzt erstmal. Nee, alles, der darf nicht mehr arbeiten. Krankgeschrieben jetzt, kriegt natürlich seine Rente, seine Frührente und alles. Aber der kann nicht mehr arbeiten. Und jetzt? Alhamdulillah, jetzt kommt er zur Moschee, jetzt, ne? Bemüht er sich, Alhamdulillah. Aber wo warst du die Jahre davor? Erst wenn Allah. Und das war eine Warnung. Die haben gesagt, paar Millimeter, der wäre tot. Bei Kranach von oben. Allah hat ihn beschützt, Allah hat ihm Zeichen gegeben. Guck mal hier, dafür habe ich dich nicht erschaffen. Ich habe dich nicht dafür erschaffen. Weil so wie ich dir das gegeben habe, nehme ich das wieder zurück. Oder nicht? Allah hat dich für das Beten erschaffen. Allah hat für dich. Für die Anbetung erschaffen. Alles andere ist nur Mittel zum Zweck.
Natürlich, geh arbeiten. Verdien dein Geld. Versorg deine Familie. Mach dein Ding. Aber seh es als Mittel zum Zweck. Seh es als Weg zum Ziel und nicht als Ziel. Sondern seh es nur als Weg zum Ziel. Und wenn du das machst, dann wirst du glücklich sein. Dann wirst du zufrieden sein. Dann wirst du froh sein, dann wirst du gut sein. Dann wirst du dich gut fühlen. Aber wenn du das nicht machst, dann wirst du immer, jeden Tag, wirst du unglücklich sein. Mit jedem Tag noch mehr. Mit jedem Euro, den du mehr verdienst, wirst du unglücklicher. Mit jeder Arbeit, die du mehr arbeitest, wirst du noch mehr Probleme bekommen. Warum? Weil du dich durch die Arbeit von Allah entfernt hast. Und wie wir schon gesagt haben in der Khutbah, die Dunya ist eine Sache, die Allah verabscheut. Derjenige, der das liebt, was Allah verabscheut, Allah verabscheut ihn. Deswegen liebt das, was Allah liebt, und das ist die Anbetung. Die Arbeit ist nur Mittel zum Zweck, meine lieben Geschwister. Was ist denn, wenn man sich auf der Arbeit mehr anstrengt, aber jetzt nicht für Dunya, sondern zum Beispiel um Geld spenden zu können? Sehr gut. Aber das muss auch im Rahmen bleiben. Im Rahmen, alles im Rahmen. Mhm. Weil das Spenden, was ist das? Ist das Pflicht oder ist das Sunna? Ist Sunna. Und das hier ist Pflicht. Das heißt, wenn jemand das hier vernachlässigt und die Pflicht vernachlässigt und dafür die freiwillige Tat macht, dann hat er auch nicht verstanden, worum es sich geht. Das heißt, lasst uns erst die Pflicht machen. Wenn wir die Pflicht praktiziert haben, umgesetzt haben, dazu aufgerufen haben, dann gehen wir weiter. Dann gehen wir zu den Dingen, die empfehlenswert sind. Wallahu a'lam. Aber natürlich, wir sagen das, jeder soll inshallah gucken, jeder soll Dua machen, dass Allah ihm Erfolg gibt, dass Allah ihm die Kraft gibt, dass er das macht, weil das ist auch viel mit Kraft verbunden, dass man das durchzieht, ne? Dass man das auf jeden Fall, dass man inshallah sich mehr bemüht, weil das ist das, Bruder. Wir werden sterben und dann heißt es nicht, wie viel hast du verdient im Monat? Al-Haqq und Takathur. Euch hat das diesseits abgelenkt vom Jenseits. Deswegen, du wirst nicht gefragt, welche Ausbildung du gemacht hast. Wallahi nicht. Du wirst im Grab nicht gefragt, welches Studium du abgeschlossen hast. Mhm. Ob du Doktortitel hast oder Master oder Bachelor. Nichts. Wo du überall gearbeitet hast. Weil es gibt ja, leider, ich weiß, die Muslime haben das leider im Blut. Sobald man sitzt, vor allem bei den Älteren, leider. Ja, mein Sohn, ne? Der arbeitet da und meine Tochter auch, die arbeitet da. Und mein Sohn, der hat jetzt auch studiert und der arbeitet jetzt da und der arbeitet da. Und eine Frage, beten die? Nee, aber Allah, möge Allah sie recht leiten. Subhanallah, guck mal. Deswegen, wir müssen uns selber erziehen. Unsere Eltern haben uns nicht erzogen. Illa man rahimahullah. Außer diejenigen, die Barmherzigkeit von Allah bekommen haben, den Erfolg. Aber die meisten von uns haben keine Erziehung zu Hause genossen, keine islamische Erziehung. Deswegen müssen wir uns erziehen. Das ist das Schwierige. Das ist die Kunst, dass man sich selber erzieht. Dafür hat Allah subhanahu gesagt, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ. Erfolgreich ist derjenige, der die Seele erzieht. Das heißt, diejenigen, die sich selber erziehen, das sind die Erfolgreichen. وَالْفَلَاحَ im Arabischen, dieses فَلَاحَ قَدْ أَفْلَحَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dieses فَلَاحَ, sagen die Gelehrten, ist, dass du das bekommst, was du willst und vor dem entfernt wirst, was du nicht willst, was dir Schaden zufügt. Und das ist der Erfolg. Im Diesseits, sowie auch im Jenseits. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Erfolgreichen machen. Und das sind die Erfolgreichen, wie gesagt. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.